Ah, langsam links reinfahren. Longboard tanken. Was tankt man nochmal? Was man tankt für Longboards? Ich weiß gar nicht, was Longboards Euro nehmen. Tank. Euro-Tank nehmen Longboards? Ey, wir müssen doch nicht das bezahlen. Das ist alle Winzig, guck mal, da kommt was raus. Oh, oh, oh. Oh Gott, weg, weg. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch ganz kurz nur ankündigen, Leute. Ich bin jetzt seit ungefähr 2,5 Stunden dabei, ein 30-sekündiges Video zu machen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar, hier habe ich meine 2 Monitore. Einmal mit Adobe Premiere und After Effects. Das arbeitet zusammen. Und zwar habe ich da das ganz normale Video und hier muss ich das Ganze animieren. Und zwar werde ich natürlich, wenn ich das fertig habe, zeige ich euch das. Aber ihr müsst alles einzeln malen. Jede Millisekunde müsst ihr einzeln malen. Leute, das ist so anstrengend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr müsst einfach jede Millisekunde einzeln zeichnen. Da hier habe ich so einen Planeten gemalt, da so einen Stern. Und ihr müsst einfach jede Sekunde wirklich... Es ist gar keine Sekunde, es sind Millisekunden. Müsst ihr einzeln malen. Ich bin jetzt wirklich 2 Stunden dabei. Ich wurde übrigens gerade angestupst im Teamspeak vom Domme. Oh fuck, ich muss nach dem Domme. Und zwar muss ich dem Domme noch, fällt mir gerade auf, hat er mir hier aufgeschrieben, ich muss dem ein Etikett machen für die Schule, damit er eine bessere Note bekommt. Das muss ich auch noch machen mit Photoshop. Und das hier werde ich auf Instagram hochladen und vielleicht auf meinem YouTube-Kanal, ich muss mal gucken. Aber damit bin ich fast fertig. Ich bin mich jetzt am Anziehen und mache jetzt auch mal meinen PC aus. PC aus. Und bin nämlich auf dem Weg, ich bin eigentlich auf der Durchreise. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meiner Mom. Und so, ja. Und ich wollte jetzt einfach mal die Kamera mitnehmen, weil ich vielleicht noch einen Zeitraffer machen wollte. Und ich euch noch kurz zeigen wollte, Leute, das dauert so lange, so ein 30-sekündiges Video zu machen. Das kann man sich nicht vorstellen. Eigentlich hatte ich heute ein total cooles Video aufgenommen und zwar von Unravel, aber wie sollte es anders sein? Mein PC hat einfach meine Audiospur kaputt gemacht. Das heißt, das Video war für den Arsch, ich durfte es löschen und ich darf es nochmal neu aufnehmen. Leute, ich weiß auch einfach nicht, warum der einfach meine Audiospur kaputt macht. Denn eigentlich hatte ich es vorher überprüft, dass genau das nicht passiert, weil das eigentlich ganz, es passiert mir total oft. Deswegen habe ich es extra kontrolliert, damit es nicht passiert, aber es ist trotzdem passiert. Total der Müll. Ich habe mich da so drüber aufgeregt, ne, weil das Spiel ist extrem süß und ich blende euch mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt aus dem Trailer ein. So, aber jetzt müssen wir auch los, Leute. Huch. Denn es gibt Essen bei meiner Mom und ich habe voll Hunger. Ich habe noch nichts gegessen, deswegen müssen wir jetzt los. Nochmal Licht aus, tschüss. So, Leute. Oh, fuck. So, Leute. Ich muss euch nochmal ganz kurz am Ende des Videos sagen, ich habe gar keinen Plan, was ich in diesem Video machen wollte. Deswegen habe ich einfach gedacht, ich mache das Gewinnspiel zu Ende. Aber davor. Wir haben heute Donnerstag. Morgen schreibe ich eine Arbeit, die ich verkacken werde.
aber am Freitag morgen, nee, nicht morgen, gar nicht. Samstag um 4 Uhr morgens oder so kommt Domme hier hingefahren mit Julie. Und um 4 Uhr morgens bringen wir Domme zum Flughafen, weil der nach Berlin fliegt. Und da werde ich natürlich euch mitnehmen, hier in diese schöne Kamera. Und werde euch natürlich mitnehmen. Und das wird dann halt eine neue Episode. Auf jeden Fall wollte ich euch das schon mal ankündigen, dass der nächste Vlog mit Domme ist. Und ja, der wird sehr, sehr früh morgens sein. Kann also sein, dass ich ziemlich abgefuckt bin. Ja, kommen wir zum Gewinnspiel, Leute. Ich habe damals gesagt, ich habe jemanden für dieses Spiel, The Last of Us, für die PlayStation 3. Ja, aber das Mädchen hat gesagt, sie braucht das Spiel gar nicht mehr, für die sie es extra geholt hatte. Und sie hat gesagt, verschenke es doch einfach an jemanden, der es wirklich haben möchte und es wirklich haben, ja, der es wirklich braucht. Also Leute, ich verlose sozusagen, ja, The Last of Us und zwar die Black Pommes Edition mit Spiel natürlich hier, ne, innen drinnen. Und ja, ist natürlich das ganz normale The Last of Us halt nur für PS3 und nicht für PS4. Ich hoffe, es hat noch jemand eine PS3 von euch. Und ja, also, wenn ihr es haben möchtet, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, bla bla, ich möchte das Spiel haben, weil ist einfach so. Ich möchte jetzt auch nichts Großes machen. Die meisten sagen ja immer so, abonniert mich, sonst kriegt ihr dieses Spiel oder dieses Gewinnspiel gewinnt ihr nicht. Das mache ich nicht, das lasse ich euch ganz frei überlassen, denn warum soll ich ein Abo erzwingen für ein Gewinnspiel, wenn ihr sowieso nicht meine Videos guckt? Deswegen, Leute, ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen, aber das ist nicht zwangshaft. Schreibt mir einfach nur in die Kommentare, ob ihr das Spiel haben wollt und dann werde ich da einfach jemanden rauspicken. Ihr habt eine sehr hohe Chance zu gewinnen, weil ich glaube, nicht so viele haben eine PS3 und sind interessiert an The Last of Us. Und deswegen, ja. Schreibt einfach in die Kommentare, Leute. Der nächste Vlog wird mit Domme sein, irgendwo am Flughafen. Ich schneide gerade übrigens das Video hier, was ich gerade aufnehme, bin ich schon da vorne am Schneiden. Wie ich das mache, ist voll krass, weil ich habe die Sachen vor ein paar Tagen aufgenommen, die auf der Kamera waren, habe die schon geschnitten gerade. Und das hänge ich jetzt... Mein Headset redet bei mir. Und das werde ich dann einfach hinten ans Video dranhängen. Also Leute, Gewinnspiel, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen und ihr natürlich, also hoffentlich auch. Eine neue Kamera werde ich mir hoffentlich bald auch mal holen. Und ja, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Verbreitet Liebe, Frieden und alles andere auf dieser Welt. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich bin todesmüde, werde das Video jetzt hochladen und werde dann noch einfach pennen.